Die nächste Challenge ist zwar neu, aber doch so vertraut, denn hier in Welt 4-2 müssen wir es schaffen, alle Piranha-Pflanzen mit einem Cooper-Panzer zu zerstören. Das kennen wir ja schon, also ähnlich zum Beispiel aus Level 2-3. Da war es ja so, dass man alle Pokis mit insgesamt 2 Käfern zerstören musste. Und hier läuft es aber ein bisschen anders, denn hier müssen wir jetzt alle Piranha-Pflanzen besiegen, indem wir einen Cooper-Panzer nehmen und mit sie, wie wir es gerade eben schon sehen konnten, oder halt mit diesem eben, mit dem Cooper-Panzer in die Piranha-Pflanzen hineinrennen. Dadurch wird dann natürlich auch der Cooper-Panzer endgültig zerstört, und der Cooper respawnt auch nicht mehr. Das haben wir jetzt schon häufiger mal gelernt. Wenn man eben Cooper-Panzer in Schluchten wirft, dann kommen sie wieder. Wenn ich sie zerstöre, indem ich in Gegner reinrenne oder Stampfattacken mache oder sowas, dann werden sie eben, dann bleiben sie halt auch endgültig zerstört und kommen eben nicht wieder. Und genau auf diese Art und Weise muss ich es jetzt schaffen, alle Piranha-Pflanzen hier in dem Level zu besiegen. Ja gut, außer eine, welche habe ich ja auch jetzt gezeigt. Außer eine Piranha-Pflanze, bei der es ein bisschen ekliger ist, die wir nicht besiegen müssen. Aber alle anderen Piranha-Pflanzen müssen wir auf diese Art und Weise hier, auf diese Methode besiegen, indem wir eben einen Cooper-Panzer nehmen und in sie hineinrennen, quasi. Ja, warte mal kurz. Okay, Moment. Zack, zack, sehr schön. Ich nehme am besten sogar den für die obere da auch noch schnell. Das Gute ist auch, dass es hier in dem Level deutlich mehr Koopas gibt als Piranha-Pflanzen. Andersrum wäre es ein bisschen doof. Ansonsten wäre es nämlich gar nicht wirklich möglich, weil ich ja viele Koopa-Panzer brauche, um eben die ganzen Piranha-Pflanzen zu besiegen. So, und jetzt rauf zu tanzen. Ich hasse das Getanze immer. So, und die da unten, die Piranha-Pflanzen, die müssen wir eben nicht zerstören, weil hier überall unsichtbare Blöcke sind und weil, wenn ich in die Röhre reingehe und ich wieder zurückkomme, dann die ganzen Gegner respawnt sind, also die Piranha-Pflanzen und die Koopas auch. Und das wäre blöd, deswegen die zählen da nicht dazu, die muss man nicht zerstören. Jetzt wird es aber schon ein bisschen tricky. Ja, weil jetzt nämlich dann in diese Piranha-Pflanzen hier alle so eklig reinspringen muss. So ungefähr. Weil ich halt auch mit einem Cooper-Panzer in der Hand keinen Wandsprung machen kann. Deswegen, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Und vor allem am Ende gehen einem auch die Panzer so ein bisschen aus, sage ich jetzt mal. Da muss man dann teilweise ein bisschen zurücklaufen, um sich dann wieder eben neue Panzer holen zu können. Weil hier nämlich am Ende schon etwas mehr Piranha-Pflanzen vorkommen als Cooper-Panzer. Und man muss auch aufpassen, das wäre mir jetzt nämlich gerade eben fast passiert. Muss auch aufpassen, dass man sich in der Luft nicht zu früh umdreht. Weil das ist nämlich auch ein bisschen problematisch, wenn man nämlich zu schnell und zu weit nach vorne springt. Dass man dann, um das auszutarieren, nochmal zwischenzeitlich nach links drückt. Aber dann wird man ja der Piranha-Pflanze den Rücken kehren. Und das sollte man auf gar keinen Fall machen, weil man ansonsten den wertvollen Schutzschild, den Cooper-Panzer eben nicht mehr hat. Deswegen, das sollte einem eher nicht passieren. Sagen wir noch mit dir dich. Das war jetzt übrigens sehr knapp. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man mit einem gewissen Winkel in die Piranha-Pflanzen reinspringt und nicht geradeaus von oben, weil ansonsten man dann eben direkt in ihrer Fresse landet und dann eben Schaden nehmen wird. Das habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht übrigens, weil die da unten, an die komme ich ja nicht wirklich ran. Ja, ich hätte am Ende das ein bisschen klüger machen sollen und mehr andere Panzer mitnehmen. So, jetzt muss ich mich mit dem hier ein bisschen durch die Gegend laufen, weil alle anderen eben schon zerstört sind, weil, wie gesagt, halt ganz, ganz wichtig, die Cooper-Panzer nicht mehr respawnen, weil ich sie eben komplett zerstöre. So, ich werfe den mal kurz hier hin, dass er nicht rauskommt zwischenzeitlich. Das wäre sehr doof, dass ich wieder von vorne anfangen kann mit der Zeit. Okay, so, dürfte es aber reichen und, okay, da ist das letzte Viech, dann hast du auch noch sterben. Und zack. Okay, und damit haben wir alle Piranha-Pflanzen hier im Hauptbereich gekillt, außer diese eine eklige da, die nicht so wirklich gut funktioniert. Und wir haben es auch alle mit jeweils einem anderen Cooper-Panzer gemacht, indem wir in sie hineingelatscht sind, deswegen passt alles. Mario Time. Yay, sehr schön. Gut. Dann geht es natürlich heute auch noch weiter mit dem ersten Bonus-Level hier aus Welt 4, nämlich Welt 4a. Und da ist die Challenge, glaube ich, auch gar nicht mal so einfach, was wir da so anstellen müssen. Also bin ich schon gespannt, wie ich mich da anstellen werde. Wir schauen einfach mal. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.